Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause in Deutschland. Wen führt der Weg ins Endspiel nach Rom? Heute Abend fällt hier im Alpenstadion in Turin die Entscheidung. Beide Mannschaften sind schon auf dem Rasen, sie machen sich warm. Es ist eine ganz gelöste Atmosphäre, auch das Klima ist angenehm, längst nicht so heiß wie beim CSFR-Spiel. Und während die Mannschaften sich doch vorbereiten, das Stadion sich allmählich füllt, ich habe den Eindruck, als kämen so viele Italiener gar nicht. Vielleicht, weil das Land trauert nach der unglücklichen Niederlage gestern gegen Argentinien. Während die Vorbereitungen laufen, wollen auch wir Sie zu Hause einstimmen auf das Spiel. Wir wollen Ihnen die englische Mannschaft etwas näher bringen. Wir wollen an die Historie Deutschland-England erinnern. Wir erwarten einen Gast aus der Kabine direkt unten. Berti Vogts ist uns angesagt. Und Rolf Töpperwien hat die deutsche Mannschaft begleitet auf ihrem Umzug von Erba hier nach Turin. 9.30 Uhr. Der DFB-Tross verlässt Erba. Rätselraten um die Aufstellung. Sogar der Teamchef soll sich noch nicht im Klaren sein. Denn die Verletzungen von Littbarski und Bein sollen über Nacht nicht vollständig ausgeheilt sein. Der Weg nach Turin. Für 11.30 Uhr ist eine Platzbesichtigung im Stadion vorgesehen. Doch die Mannschaft verlässt überraschend die vorher festgelegte Reiseroute. Vorbei am Flughafen führt der Weg nach Casselle zum Jet-Hotel, wo Tageszimmer bezogen werden und unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch einmal trainiert wird. Um 17.15 Uhr, kurz vor der Abfahrt, ist die Entscheidung gefallen. Franz Beckenbauer verzichtet auf Littbarski und auf Uwe Bein, die nach Auskunft der Ärzte nur 80% ihrer Leistung bringen könnten. Für sie nominiert er Hässler und, zur Überraschung vieler, Olaf Thon. Die dritte Änderung gegenüber dem Viertelfinale war schon vorher klar. Für Karl-Heinz Riedle, Rudi Völler. Auf der Bank sitzen Aumann, Reuter, Steiner, Möller und Riedle. Vor einer Stunde Einfahrt ins nagelneue Stadio delle Alpi. Brasilien, Costa Rica und Schottland haben hier ihre Gruppenspiele ausgetragen. Deutschland spielt hier gleich um den Einzug ins Finale. Ein Stopp auf dem Weg zu diesem Ziel ist nicht eingeplant. So, die Mannschaft ist da, Berti Vogts ist da, der Teamchef werden wird nach dieser Weltmeisterschaft nach Italien. Berti, wie ist die Mannschaft hier in Turin angekommen? Wie sind die Verhältnisse hier verglichen mit Mailand? Ja, wir sind hier sehr gut aufgenommen worden. Wir haben noch ein Tageszimmer belegt. Die Spieler haben ihren normalen Rhythmus gehabt. Wir haben uns eigentlich den Tag so eingeteilt, wie es in Mailand auch der Fall war. Der Rasen ist sehr, sehr gut und die Stimmung in der Mannschaft ist optimal. Obwohl es eine Veränderung gegeben hat, dass Rudi Völler spielen wird, war klar anstelle von Riedle. Aber warum sind Bein und Littbarski raus? Ja, hier hatte die medizinische Abteilung Bedenken angemeldet. Und gerade gegen England, die ja sehr, sehr kampfbetont spielen, die den Zweikampf suchen, war das Risiko für uns zu groß, beide Spiele einzusetzen. Deshalb haben wir uns zu dieser Entscheidung durchgerungen. Es war nicht einfach für uns. Das heißt also, dass Olaf Thon spielen wird. Und dass Hässler hier, wo er demnächst zu Hause sein wird, in Turin eingesetzt wird. Was verspricht sich die Mannschaftsleitung von dieser Veränderung? Das sind ja fast gleiche Typen wie Littbarski, Thomas Hässler oder Olaf Thon wie Uwe Bein. Wir wollen halt im Mittelfeld Akzente setzen. Wir wollen gerade, dass diese beiden Spieler mit ihren kurzen Bewegungen immer wieder versuchen, im Dribbling auf die großgewachsenen englischen Spieler loszugehen. Und wir hoffen, dass unser Konzept aufgeht. Berti Vogts, Sie haben ja gewaltige England-Erfahrung. Wir beiden haben uns kennengelernt 1966 bei der WM. Da sind Sie mit Hennes Weisweiler noch als Zuschauer, als junger Gladbacher Spieler da gewesen und wurden gleich anschließend dann Nationalspieler gegen Jugoslawien. Die Engländer, Sie haben sie hier beobachtet. Haben die sich geändert? Na, die Engländer, so wie sie gegen Kamerun gespielt haben, im letzten Spiel und im vorletzten Spiel gegen Belgien, haben sich im Abwehrbereich verändert. Sie haben sich angepasst den europäischen Verhältnissen. Sie spielen mit einem Wright als freien Mann fast hinter der Viererabwehrkette. Und das haben sie eigentlich von uns übernommen. Das andere, sie sind sehr, sehr kampfbetont. Sie spielen nach wie vor ein Kick-and-Rush. Wobei sie im Mittelfeld einen hervorragenden Spieler haben mit Gascoigne. Ja, er ist augenscheinlich, und wenn man ihn sieht, so vom Bewegungsablauf, noch immer ein typischer Brite. Aber was er am Ball kann, ist schon sehr, sehr stark. Maradona hat gesagt, gestern nach dem Sieg gegen Italien durchs Elfmeterschießen, er wünsche sich nicht die Deutschen, er tippe auf England. Können Sie seine Meinung verstehen? Ich weiß nicht, er geht davon aus, und da hat er recht, dass wir stärker sind, fußballisch stärker sind als die Engländer.
Und es spricht ja schon dafür auch, dass Argentinien Angst hat, wenn wir das Finale erreichen sollten. Aber vorher müssen wir erst noch mal 90 oder vielleicht 120 sehr harte Minuten durchstehen. Hoffentlich ist die deutsche Mannschaft glücklicher als die italienische. Wie habt ihr die Niederlage der Italiener aufgenommen? Und wir waren schon beeindruckt von der Spielweise der Argentinier, die bisher noch nicht sehr, sehr gut gespielt hatten, aber in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung körperlich fitter waren als die Italiener. Das war für uns überraschend. Aber für den Fußball und für Italien ist es schon sehr, sehr traurig, dass so eine gut spielende Mannschaft ausgeschieden ist. Aber jetzt heißt es Deutschland gegen England. Jörg Dahlmann hat sich bei den Engländern umgesehen und stellt uns einige Typen vor. Tschüss. Bobby Robson hat es nicht einfach, oder besser gesagt, macht sich's nicht einfach. Bei einem Job als Nationaltrainer muss man Kritik einstecken können. Britanniens Bobby kann es nur bedingt. Berichte über angebliche Liebesaffären im Trainingslager von Cagliari wurden mit einem Presseboykott beantwortet. Der Boykott wurde zwar wieder aufgehoben, aber nur notdürftig. Als kürzlich der mangelnde Informationsfluss kritisiert wurde, brach Robson die Pressekonferenz ab, stand auf, brummelte und ging. Die Atmosphäre unterkühlt, frostig. Dies änderte sich nach dem schmeichelhaften Sieg über Kamerun. Er kann wieder lächeln. Er hat etwas, was Kritiker verstummen lässt. Erfolg. Erstmals seit 24 Jahren im Halbfinale. Aber eines ist im Kern Robsons stecken geblieben. Die fehlende Souveränität auf unangenehme Fragen. So wollte ein Journalist aus Ecuador wissen, wie es um das Fanproblem in Turin stünde. Sichtlich genervt, lass uns doch über Fußball reden. So what, so let's talk about football. Der stark eingeschränkte Kontakt von Spielern zu Journalisten treibt seltsame Blüten. Verbales Fensterln. Etwas abseits des Erlaubten entstand dieser Kontakthof. Auch Paul Gascoigne züngelte nur kurz aus dem Fenster heraus. Interviews gibt er nicht, das heißt nur einer bestimmten Zeitung. Exklusivvertrag. Andere behaupten, Gascoigne befolge den Rat nicht zu sprechen, weil dies für ihn nur zum Nachteil werden könne. Auch wenn er noch so ein schlichtes Gemüt haben sollte, die Fans lieben ihn. Paul, der Junge aus Newcastle, ist einer von ihnen. Im Achtelfinale gegen Belgien, Tor durch Plett. Gascoigne schaute nach rechts, nach links, passte dann in den Lauf von Lineker. Der wurde gefoult, es gab den Elfmeter, der zum Sieg führte. Paul in Richtung Robson, schaut her, wie habe ich das gemacht? Hä? Ich spreche nicht, ich spreche nie, sagte er mir nach dem Spiel, einmal mehr ein Interview abweisend. Aber wir wissen so wenig über dich und wir möchten ganz einfach etwas erfahren. Erzähl doch etwas von dir. Ich spreche nie, aber warum nicht? Weil ich immer von der Presse geschlachtet worden bin. Aber wir sind fair. Antwort, so siehst du mir nicht aus. You look quite dark to me. No problem. Sorry, no problem. Bye-bye. Tja, ja, der Paul. In Bildern, die wir von ITV erhielten, macht er ständig Faxen, ob beim Training oder im Hotel. Die Ansichtskarten von Reservespieler Dorigo wirft er einfach fort. Und auch bei der Nationalhymne ist nur unschwer zu erkennen, wo Paul steht. Schließlich gab es noch von Waddle einen Geburtstagskuchen. Paul liebt Schokolade. Der Mann, der so gerne Schokolade isst und der jetzt jeden Whisky angeblich stehen lässt. Gascoigne. Eine Szene wie aus einem guten alten englischen Spielfilm. Die Turiner haben Sorgenfalten gehabt. Sie haben sich große Sorgen gemacht vor diesem Spiel. Denn Juventus Turin war ja der Gegner von Liverpool vor 5 Jahren in Brüssel im Heyselstadion, als durch Fanausschreitungen es 39 Tote gegeben hat, darunter sehr viele Turiner Bürger. Die Sorgfalt vor diesem Spiel war besonders groß. Wir sind kontrolliert worden auf der Anreise von Mailand. Immer wieder Polizeisperren, dort, wo auch die Autofahrer zur Kasse gebeten werden. Thomas Herrmann, mein Kollege, hat sich in der Stadt umgeguckt. Englische und deutsche Fans.
Vom Bahnhof mit dem Bus sofort in einen Park weit ab von der Innenstadt. Die Strategie der Polizei hatte Erfolg. Keine Zusammenstöße englischer und deutscher Fans. Militante Juventus-Anhänger jedoch machten ihre Ankündigung wahr. Sie schworen schon Tage zuvor, Rache zu nehmen für Heisel 85. Gestern Abend war hier einiges los, gestern Nacht. Sie haben gesagt, ein paar Toiletten abgebrannt. Waren Sie dabei? Ja, 400 Italiener sind zu dem Campingplatz gekommen, haben Deutschland, Deutschland gesungen und alles provoziert. Die Engländer haben die Zitter niedergebrochen und Steine geworfen, Benzinbomber geworfen. Die italienische Polizei haben Tränengas geworfen, aber die Italiener waren schuldig. Die italienische Presse hat heute geschrieben, dass die Italiener schuldig waren. 8000 Polizisten sind im Einsatz, bisher heute noch keine Gewalttätigkeiten der gefürchteten Hooligans. Alles friedlich. Kein Alkohol in Turin über 52 Stunden. Das Konzept der Polizei und Organisatoren scheint aufzugehen. Hier im Stadion sind die Fans ganz sorgfältig in gegenüberliegenden Blöcken untergebracht worden. Ich hoffe, dass das heute Abend sehr gut geht, vor allem auch dann nach dem Spiel, gleich wie es ausgegangen ist. England gegen Deutschland, ganz große Tradition. Es hat viele Jahre, im Grunde genommen 6 Jahrzehnte gebraucht, bis die deutsche Mannschaft zum ersten Mal England geschlagen hat. 1968 in Frankfurt, in Hannover, in einem Freundschaftsspiel und Torschütze damals Franz Beckenbauer, 1:0. Bei Weltmeisterschaften war es anders. Heinz Reudenbach stellt uns die Entwicklung, die Begegnungen beider Mannschaften während der Fußball-Weltmeisterschaften vor. Dieses Finale war ein Spiel, stand in den englischen Zeitungen, wie es Wembley noch nicht erlebt hat. Eine deutsche Mannschaft, die dem Weltmeister einen großen Kampf lieferte und trotz der Niederlage weltweit Lob und Sympathien erntete. Angriff über Held, der große Bobby Charlton gegen den Jüngling Franz Beckenbauer, der damals zu internationaler. Auf der anderen Seite wieder Hurst. Doch noch war die DFB-Auswahl nicht geschlagen. In der 90. Die 11. Minute der Verlängerung das verflixte Wembley-Tor. Linienrichter der deutschen Länderspielgeschichte. Eindeutige Auskunft, strittene, fatale Tatsachenentscheidung. Wahrscheinlich war der Ball nicht in vollem Umfang hinter der Linie. Der Treffer also irregulär. Für die Deutschen bitter, was an der sportlichen Berechtigung des englischen Erfolgs aber nichts änderte. Der einzige Prominente, der dem Linienrichter öffentlich Recht gab, hieß übrigens Heinrich Lübke. Der war damals Bundespräsident und befand, der Ball war drin. Vier Jahre später in der Hitze von Leon. Kampf war wieder Trumpf, ähnliche Dramatik, doch diesmal lief's andersrum. Spieler Charlton stellte in seinem 106. Länderspiel einen neuen Rekord auf, wurde frühzeitig zur Schonung ausgewechselt und musste dann unbeteiligt die Wende erleiden. Schnellingers Flanke wieder glücklich. Zweimal spektakuläre Spannung, in Madrid ernüchternder Ergebnisfußball. Shilton und Lidbarski schon vor 8 Jahren dabei, außer Rummeniges Lattentreffer beim 0:0 nicht viel Sehenswertes. Unter Breitners Führung bot die deutsche Mannschaft nicht Fußball mit Herz, sondern Krampf und Berechnung. Sie wurde später zwar Vize-Weltmeister, bewirkte jedoch durch ihr Verhalten auf dem Platz und außerhalb genau jenen Ansehensverlust, den selbst der Teamchef Beckenbauer erst spät wettmachen konnte. Nicht Platz 2 blieb von damals in Erinnerung, sondern die Unzufriedenheit der Fans. Beide Mannschaften haben längst etwas für ihren guten Ruf getan hier in Italien. Die Zuschauer pfeifen im Stadion, weil die gegnerischen Mannschaften wohl bald angekündigt werden. Sie werden die zu Hause nachher noch in aller Genüsslichkeit vorgeführt bekommen, liebe Zuschauer. Der letzte deutsche Sieg gegen England war auch das letzte Spiel zwischen beiden Mannschaften. In Düsseldorf vor 3 Jahren 3:1, gegen die CSFR in Düsseldorf 1:0 und später hier in Italien auch. Aber das alles heißt ja nichts. Ehe es soweit ist, werden wir uns dann noch einmal
zurückmelden, wenn es soweit ist. Jetzt aber, liebe Zuschauer, geht es in die Zentrale nach Mainz. Und ich garantiere Ihnen, wir sind gleich wieder zurück, ganz pünktlich, hier im Alpenstadion in Turin. So, liebe Zuschauer, es ist soweit. Halbfinale Weltmeisterschaft Deutschland gegen England in Turin. Ich möchte Ihnen gerne die Mannschaft vorstellen, die Sie heute Abend kommentierend begleitet. Da ist unser Triumvirat, Dieter Kürten in der Mitte, der Reporter, Otto Rehagel an seiner Rechten und an seiner Linken, Marcel Reif, der Redakteur. Also, ihr seid dran, auf geht's. Ja, Wolfram, du hast ja schon vieles von dem gesagt, was wichtig ist heute Abend. Palme, er war eingeschnitten, aber noch hat er keinen Gesprächspartner. Wir warten und freuen uns mit der deutschen Mannschaft. Das werden Sie daheim verstehen. Bobby Robson und Franz Beckenbauer eng umschlungen. Das ist es. So muss Fußball sein. Die beiden tauschen jetzt womöglich noch die Trikots. Sepp Maier filmt. Einen Augenblick, der festzuhalten verdient. Festgehalten zu werden verdient. So ist es richtig. Und ich bin jetzt mal ganz behutsam mit meinem Kommentar. Da läuft unser Kameramann schnurstracks in die Ecke. Und das ist die Kamera, mit der wir zusätzliche Bilder geliefert haben zu dem, was uns die Italiener anbieten. Ich will mich ein bisschen zurückhalten, weil ich nicht verpassen will, was da unten Bobby Robson sagt. This is a cruel situation, but you just have to accept it. We wish Germany every success in the final. Deutschland viel Glück für das Endspiel. Es ist ein tolles Team. But there's not much we can do. Wir können aber eigentlich nicht viel jetzt daran mehr ändern. Wir haben so gespielt, wie es in unseren Kräften stand. Und es war ein schönes Spiel. Wir können jetzt nach Hause fahren und trotzdem stolz sein. War das nun für dieses Halbfinale die gleiche Lösung, mit der Sie ins Spiel gegangen sind? Ja, sicherlich, da gibt es keine andere Lösung. Die Mannschaften sind vergleichbar. Man muss sehen, dass die Spieler fit sind. Man muss sehen, dass man ihr Temperament richtig einsetzt, dass man die richtige Taktik spielt. Und es geht eigentlich dann um die Fähigkeiten des Einzelnen, das zu leisten, was man braucht, was die Situation entscheidet. Und daran liegt es dann. Herzlichen Glückwunsch trotzdem. Okay. So, wir sind wieder zugeschaltet und ich warte mal, ja, wir warten, bis Franz Beckenbauer auftaucht dort unten und Michael Palme ein paar Worte sagen wird. Ein wunderschönes Bild. Uns gegenüber steht der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine bei Wolfram Esser, aber den wir... Ja, ist ja gut, Norbert Geis. Bleib ruhig, mein Junge. Wir sind im Endspiel und jetzt ist alles wunderbar. Ich höre dich ja, verstehst du? Ich werde jetzt noch ein bisschen überbrücken, mein Schatz. Und da ist er. Franz Beckenbauer, nach so einem Spiel zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Ja. Haben Sie sehr gelitten? Ja, sicherlich. Das ist klar, das Spiel, das stand auf Messerschneide. Das ging über 120 Minuten rauf und runter. Ich glaube, dass es ein sehr attraktives Spiel war, obwohl man bedenken muss, dass beide Mannschaften nur zwei Tage vom schweren Viertelfinalspiel Erholungszeit hatten. Und heute haben die beide Mannschaften, ich muss beide Mannschaften ein großes Kompliment machen. Sie sind an ihre Leistungsgrenze gegangen, die meisten sogar darüber hinaus. Und dann auch noch die Strapaze, die Nervenstrapaze mit dem Elfmeterschießen. Also
Also spannender, glaube ich, geht kein Fußballspiel mehr. Ja, würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, dass diesmal nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat, denn ich meine, beide waren wirklich fast gleich stark, dass da beim Elfmeterschießen hier so ein Pförtner hier unten hat gesagt, das ist wie Lotterie, dass da der Glücklichere gewonnen hat. Ja, sicherlich, beim Elfmeterschießen wird immer, gewinnt immer der Glücklichere, das ist klar. Aber ich glaube, dass der Sieg auch verdient war, denn wir waren über weite Strecken die spielbestimmende, die dominierende Mannschaft. Die Chancen waren vielleicht ausgeglichen, sodass man sagen kann, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Gut, Elfmeterschießen ist immer Glückssache. Ja, die deutsche Mannschaft hat in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen sehr den Ball gehalten, verhalten gespielt. Das ist ja so ihre Devise, den Gegner laufen zu lassen. Verstanden, was er sagt. Dieses Konzept ist nicht ganz aufgegangen, denke ich. Ja, das ist richtig. Wir haben ein bisschen Probleme gerade in der Anfangsphase gehabt. Die 20 Minuten vor der Pause, die waren eigentlich sehr, sehr gut. Und da wollten wir in der zweiten Halbzeit weitermachen, die Anfangsphase vergessen. Da war noch keine Ordnung im Spiel. Wir haben auch mit zwei neuen Leuten gespielt, mit dem Olaf Thon und dem Thomas Hessler, weil Pierre Littbarski und Uwe Bein einfach nicht hundertprozentig einsatzfähig waren. Sie haben Blessuren davongetragen aus dem Spiel gegen die Tschechoslowakei und ich wollte kein Risiko eingehen. Die Engländer, wo Zweikampfstärke gefragt ist, mussten wir Spieler aufbieten, die hundertprozentig einsatzfähig sind. Deswegen die Umwechslung. Und da hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir zu unserer Harmonie gefunden haben. Über dieses Spiel wird sicherlich noch eine Menge geredet werden. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Ja. Endspiel in Rom. Ja. Wird sich die Mannschaft da noch viel verändern? Ich weiß, dass diese Frage ein bisschen früh kommt. Es kommt ein bisschen sehr früh. Ich komme nämlich gerade vom Singen. Wir haben eine tolle Stimmung in der Kabine und da gehe ich jetzt gleich wieder zurück. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, will Sie nicht länger aufhalten. Ja, danke. Dank. Was war das? Ein gelöster Teamchef. Bei uns ist der Ministerpräsident vom Saarland, Oskar Lafontaine. Wie haben Sie es miterlebt? Ich weiß, dass Sie Fußballfan sind, nicht nur, wenn der 1. FC Saarbrücken spielt. Also ich habe einen regelrechten Krimi erlebt am Schluss. Es war ja ungemein spannend, insbesondere die zweite Hälfte der Verlängerung und dann noch dieses Elfmeterschießen. Ich glaube, dass insgesamt die deutsche Mannschaft verdient gewonnen hat. Aber ich freue mich auch, dass es ein sehr faires Spiel war und dass man sagen kann, es war wirklich ein klasse Spiel. Was haben Sie für ein Empfinden jetzt den Engländern gegenüber? Ich habe gesehen, wie Sie den Deutschen gratuliert haben, wie Sie sie betatschelt haben schon vor dem Elfmeterschießen. Ja, ich meine, dass wir immer wieder sehen müssen, dass Sport Sport ist und dass es nie zu irgendwie einer nationalen Überheblichkeit oder Gegnerschaft kommen kann. Und die Engländer haben sehr fair gespielt und ich glaube, dass sie ein großer Gegner waren. Es war so etwas wie ein Endspiel, es war eine Werbung für den Fußball. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie in der letzten Was-Nun-Sendung getippt, Deutschland gegen Italien. Was nun, Herr Lafontaine? Ja, ich habe daneben getippt. Nun ist es Deutschland gegen Argentinien. Und wie das ausgehen wird, werden wir sehen. Also dieser Sieg der deutschen Mannschaft heißt, dass ich noch nach Rom fahren werde. Sie werden nach Rom fahren, wahrscheinlich im selben Flugzeug wie der Bundeskanzler. Der kommt ja auch zu solchen Endspielen, oder? Also nicht im selben Flugzeug, da ich hier noch Freunde in der Toskana besuchen werde. Und danach möchte ich wieder in die Politik einsteigen. Ich hatte ja, wenn man so will, jetzt 2 Monate Urlaub aufgrund des Attentates in Köln und musste mich etwas erholen und habe etwas Entspannung gesucht. Und heute, das war eine schöne Entspannung. Dann hoffen wir, dass Sie sich gut erholen bis zum Endspiel, dass sich auch die deutsche Mannschaft gut erholt. Die Zeit ist ja sehr knapp bis zum Argentinien-Spiel. Wir machen jetzt auch eine ganz kleine Fußballpause hier in Turin. Wir geben zum Studio 1 zurück nach Mainz und sind, liebe Zuschauer, in einer halben Stunde wieder zurück. Wir werden jetzt sammeln, was es zu sammeln gibt und wollen Sie dann während der Wembley-Sendung noch einmal informieren. E che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi.